Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es dreht sich heute wieder um den Flügeltürer von Mercedes. Ja, und zwar Pack 9, das heißt Lieferung 9 ist eingetroffen mit den Bauphasen 57 bis 63. Genau. 57 muss ich deswegen trotzdem, muss ich erstmal überlegen, weil das habe ich schon ausgepackt und da bekommen wir eine Flügeltür. Und was machen wir in dieser Ausgabe 57? Genau, richtig, nichts, nämlich gar nichts. Dann kommen wir nämlich gleich zur 58, also das ist die Tür links, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Nee, habe ich noch nicht. Wir werden dann jetzt zur Bauphase 58 gleiten, fliegen, ne? Gleiten mit Flügels. Und da bekommen wir ein Seitenfenster. Ich zeige euch das natürlich gleich nochmal hier von nahe. Und ein Dachbelag für den Türflügel links sowie CM-Schrauben. Das heißt, wir nehmen den Schraubenträger und werden dann ein bisschen was schrauben. Wobei ich dann natürlich gleich zur Bauphase 58 euch geleiten werde. Haben wir ja schon die 58, habe ich gerade eben, zu 59. Um anschließend euch die 60, 61, 62 nicht zu zeigen, nur das Endergebnis, um dann mit der 63 weiterzumachen und da... Ich mache euch schon mal ein bisschen neugierig. Da kommt hier die Karosserie ins Spiel. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut zu, was ich hier für ein Blödsinn verzapfe. Ne? Ja, liebe Leute, ich würde sagen, Schraubenträger raus, ihr kommt auf meinen Basteltisch und dann legen wir los. So, nicht, dass ihr denkt, ich habe schon eine Generalprobe gemacht. Habe ich nämlich noch nicht. Hier, die Bauphase 60 ist noch eingepackt. Sonst hätte ich ja schon die... Ne, wenn ich... schlau wie Fuchs gewesen wäre, hätte ich die rechte Tür schon zusammengebaut, dann hätte ich gewusst, was mich erwartet. Aber so guckt ihr auch, was euch erwartet. Ne? Gut, wir legen mal los mit ganz großen Schritten. Drehen das Ganze hier um, das Dach, ein Stück Dach an der Tür, wie wir wollen. Ne? Und werden dann den Dachbelag quasi hier so hier reinlegen, CM-Schraube nehmen, weil wir ins Metall schrauben, ich erwähne das gerne noch einmal, werden wir dann erstmal den Fussel entfernen, werden wir dann die CM-Schraube mit Schneidöl hineinschrauben. Das Ganze tun wir auch ein zweites Mal, damit dann alles hält. Und dann werden wir das Seitenfenster, ist ja in dem Moment ein Seitenfenster, werden wir dann hier reinstecken. Und zwar als erstes oben, wenn ich die Anleitung richtig interpretiere. Achtung, drücken Sie beim Einsetzen der Scheibe nicht gegen das Ausstellfenster. Also nicht hier gegen drücken, sondern gegen den Rahmen der Hauptscheibe. Die Anbauteile am Ausstellfenster, Scharnier und Öffner sind sehr empfindlich und könnten brechen. Hier sind nämlich Anbauteile und das könnte brechen. Gut, dann werden wir jetzt das Ganze jetzt quasi so hier reinpacken. Und dann sollen wir auf den Hauptrahmen drücken. Ich glaube, die Seite ist noch nicht richtig reingeschnackelt. Also lieber hier unten so drücken, ne? So. So, das war der Test. Das ist drin. Ne? Fliegt nicht raus. So, dann kommen wir schnurstracks zur Bauphase 59. Und da bekommen wir die Innenverkleidung Tür links sowie
JM-Schrauben hier. Oh, die sind kleine Schräubchen. Kleine Schräubchen. So, schon mal aufmunitionieren. Dann gehe ich mal von aus, dass wir das nämlich wieder rumlegen. Hier so. Und dann haben wir hier zwei Nopsis dran, ne? Die hier drin verschwinden dürfen. Quasi hier so rein. Zack. Wo soll ich denn das jetzt anschrauben? So. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Ich glaube, ich weiß schon. Hier an der Seite. Da an der Seite. Wollen wir noch mal gucken, wie das aussieht unter der Tür? Ja, hier. Hier sind nämlich solche, wie sagen wir jetzt dazu, Seitenaufprallschutz. Nicht horizontal, sondern senkrecht. Wir schrauben quasi jetzt die Schrauben hier in den Seitenaufprallschutz. Ich habe noch nichts gefunden. Dann probieren wir das mal hier. Besser nicht abrutschen. Ich hätte vielleicht auch nur, also ich habe jetzt bis jetzt noch kein Schraubloch getroffen. Vielleicht einmal mal üben mit der Schraube. Wir haben ja immer eine Ersatzschraube, dann üben wir einfach mal. Guck, die geht hier gar nicht rein. Jetzt. Da müssen wir ganz schön Druck ausüben. Also, ne, probieren geht über studieren. Ich würde sagen, das ist, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, einfach mal vorher, muss ja nicht ganz reindrehen, erstmal nur ein Stück, dass wir sie einfach mal, weil ich habe eben durchgeschraubt, entweder habe ich das Loch nicht getroffen oder ich habe nicht genug Druck ausgeübt oder wie auch immer. Jedenfalls hatte ich das Schraubloch nicht gefunden. Und jetzt haben wir das quasi alles einmal angeschraubt. Nimm die Schraube, legen die beiseite. Weil wir haben ja mindestens eine Ersatz. Dann haben wir quasi mit der Ersatz vorgearbeitet. So, machen wir das Ganze nochmal. Fügen hier die Nupsis hier oben rein in die Dachverkleidung. So. Und jetzt gucken wir mal, habe ich hier zumindest erstmal eine Schraube getroffen. Darf ich das sagen? Ich finde die Schrauben ganz schön groß. Ich finde die Schrauben ganz schön groß. Weil weiter kriege ich die, glaube ich, jetzt nicht rein. Weiß ich nicht, ob die sich ganz verstecken. So, dann machen wir das auf der anderen Seite. Vielleicht wäre doch besser gewesen, eine Senkkopfschraube zu nehmen. Aha, man kann dann auch ein bisschen sehen, ein bisschen hindrücken, um dann das Schraubloch zu sehen. So, das Ganze dürfen wir dann jetzt noch viermal tun. So, hier habe ich das Schraubloch jetzt nicht getroffen. So, hier habe ich das jetzt. Hier bin ich leicht daneben. Gefällt mir nicht. Ein bisschen hinrücken. Und dann nochmal eine Schraube nehmen. Vielleicht ein bisschen schräger ansetzen. Dann geht sie, Hauptsache sie geht erstmal rein. So, ich hätte jetzt gesagt, wir müssen die so weit reinmachen, dass sie hier nicht mehr rüber gucken. Aber wir wollen die Schraube ja nicht abbrechen, ne? Also ich sehe schon, dass wir zwei Ersatzschrauben haben. Dann immer gleich in die Ersatzschale.
Oh, jetzt kniddel ich gerade über, das wollen wir nicht. So, das ist dann die Tür. Von innen, von außen. So, jetzt werde ich die rechte Tür auch soweit anfertigen, um dann zu schauen, was wir in Bauphase 63 machen dürfen. Also bis später, bis gleich, wie auch immer. Holt euch ein Kaltgetränk oder was Heißes und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wie versprochen, nach der linken Tür ist dann auch die rechte Tür fertig. Und ja, die können ja erstmal einmal ganz kurz beiseite, aber nur ganz kurz. Dann kriegen wir in der Bauphase in der 63 bekommen wir Türscharniere links und rechts, links vorne, links hinten, rechts vorne, rechts hinten, Andruckplatte, Teleskopstangen sowie diverse Schrauben. Und der erste Schritt, den habe ich schon ein paar Mal gemacht, der erste Schritt ist dann die Teleskopstange an die Scharniere anbringen. Folgendermaßen, na, haben wir hier einmal den Nupsi für das Schraubloch, die Teleskopstange hier einfach rüberstecken, BM-Schraube rein. So, vorsichtig, nicht abrutschen. Wie doll die fest sein soll, ich weiß es nicht. Die bewegen sich alle ein bisschen. Hier sind dann die Andruckplatten. Und wie gesagt, das sind dann Scharniere L4, L1, R2 und R3. Und das ist wichtig, weil wir jetzt kommen wir nämlich dazu, die packen wir einmal kurz beiseite. Die, ich glaube, das ist die rechte Tür, die legen wir auch erstmal beiseite. Und Karosserie! Und werden dann die linke Tür werden dann die linke Tür einsetzen. Hä? Das ist die rechte Tür. Habe ich das jetzt verwechselt? Ja, muss ja. Setzen wir die dann hier einfach ein. So. Legen wir sie rein. Und dann müssen wir das Ganze umdrehen. Die Tür muss aber da drinnen bleiben. Jetzt müssen wir das Ganze umdrehen. Auf dem Korb, auf dem Dach. Und dann haben wir hier ja, die Scharniere. Und zwar haben wir hier L1. Das kommt dann quasi hier ran. Ich muss nur immer schauen, wie. Aha, so. Ne, so kann das nicht sein. Ich muss das mir wirklich mal. Das muss ja so. Und dann liegt das andere dann hier so rüber. Achso, das soll dann. Ja, wir gucken gleich mal. Und jetzt geht das wieder zurück. Vielleicht können wir das dann auch so einbauen von unten. Und das soll mit Schrauben CM. Die muss ich einmal schnell befreien aus der Tüte. Dann nehmen wir mal eine CM-Schraube, dass wir auch gleich anfangen können. Dann legen wir die Tür hier wieder rein, so wie sie soll. Das Scharnier hier rauflegen. Hier unter ist, habe ich meinen Finger, der quasi dann gegenhält. Dann haben wir schon mal die erste Schraube drin. Das machen wir mit der zweiten genauso. Ja, noch kann das ja alles hier rausfallen. Ne? Dann nehmen wir L4. Legen das folgendermaßen so hin. Auch das wird mit CM-Schrauben fertig gemacht. Ja, ich bin manchmal ein bisschen skeptisch, weil in der Bauanleitung sieht das genau andersrum aus. Muss ich mir immer ein bisschen
umdenken. Ihr habt das dann jetzt Bauanleitung und hier einmal wie Mario das andersrum. Ne? So, Schrauben ordentlich fest. Aufpassen, nicht abrutschen. Hier ist eine Scheibe, die Frontscheibe. So, das hätten wir. Jetzt soll ich diese rechte Tür einsetzen. Und das genauso. Und danach kommen dann die Platten hier rüber. Aha. Jetzt setzen wir die rechte Tür vorsichtig ein. Das machen wir dann auch mal von unterwärts. So, hier steht auch in den Türen, steht dann immer auch, ne, hier steht rechts, dann 3, 2, hier stand ja dann links, 4, 1, damit man weiß, wo welches Scharnier reinkommt. Legen wir die Scharniere schon mal hier rein. So. Schraube habe ich noch nicht aufmunitioniert. Das mache ich denn jetzt. Ist sie wieder ein bisschen runtergegangen. So. Ausrichten das Scharnier. Hält erstmal provisorisch. Sowas soll am besten nicht passieren. So, schraube erstmal hier wieder ordentlich rein. Ordentlich fest. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Schrauben für das R3 Scharnier, das rechte Scharnier, das rechte vordere. Also L1 ist das linke hintere, L4 das linke vordere. R2 ist das rechte hintere und R3 ist das rechte vordere. Guck mal, haben wir doch hingekriegt. Haben wir doch hinkriegen. So, die Schrauben sind dann auch gleich fest. So, die Türen sitzen natürlich noch nicht ordentlich. Aber das sollte sich hoffentlich gleich ändern mit den Andruckplatten. Die kommen folgendermaßen. Das lange Ende zeigt immer entweder nach hinten oder nach vorne. Und auch die kommt mit, diese kommt dann mit einer NM-Schraube, mit einer sogenannten Hütchenschraube, wird das dann festgeschraubt. Die ist auch ein bisschen größer. Ja, die muss auch nachher ein bisschen halten was. Ne? Die muss nachher auch ein bisschen was halten. So, dann die Andruckplatte gerne nochmal positionieren. Und dann die Schraube rein. Ja, wenn wir das Schraubloch getroffen haben, dann sollte das von der Sache her alles kein Problem sein. Oh, wir müssen aber hier ewig und 3 Tage reinschrauben. Und die Platte verschiebt sich dann immer. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, wollte ich gerade sagen. Da wird ein größerer Schraubentrecker notwendig sein. Den muss ich natürlich erst einmal finden auf die Schnelle. Warum finde ich den nicht? Weil ich mir den nicht parat gelegt habe. Es ist doch zum... Naja, nee, sag ich nicht. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ob
kurz bevor der Ganz drin ist, nochmal wieder ausrichten, die Andruckplatte. Die will sich nämlich hier verschieben. Mal wieder ein bisschen lösen. Und mal gucken, ob die jetzt hält. Ja, müssen wir festhalten. So, dann haben wir die zweite Andruckplatte. Noch eine NM-Schraube. Dann machen wir das hier, das gleiche in Schwarz-Silber. So, das muss, denke ich mal, ordentlich fest. So, das haben wir auch. So, jetzt drehen wir das Ganze um. Und jetzt sollten die Flügeltüren funktionieren. Oh, das geht aber schwer. Aber das ist ja vielleicht auch gut so. So, die Teleskopstangen wären natürlich noch nicht notwendig. Also, so die rechte Tür, boah, also die linke Tür geht besser auf und zu als die rechte Tür. Muss ich da noch irgendwas ändern? Nee, kann ich ja nicht. Die Löcher sind vorgegeben. Gut, da haben wir jetzt die Türen dran. So, ich zeige euch die andere Seite auch nochmal. Ja, dass die dann... Da muss ich da mal schauen, wo ich da noch mal ein bisschen nachjustieren kann. Ich habe hier zum Beispiel bei der linken Seite ein bisschen mehr Luft hier nach hinten. Aber die Tür schließt einfach besser. Ja, weiß ich nicht, woran das liegt. So, vorsichtig. Oh, siehst du, da geht das nämlich ziemlich leicht auf. Woran das jetzt liegen kann, das weiß ich nicht. Vielleicht, na, ich will hier was unterhaben. Vielleicht kann man hier nochmal was lösen. Und wenn die Tür richtig drin ist, nochmal festmachen. Das machen wir hier auch nochmal. Nochmal ein bisschen lösen. Und dann wieder festmachen. So, wenn wir umdrehen, die Flügeltüren gehen natürlich immer ganz leicht auf. So. Ja, ist ein bisschen besser geworden, aber naja, da werden wir dann mal sehen. Könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also meine rechte Tür, die linke Tür ist perfekt, würde ich sagen. Die rechte Tür nicht ganz so. Aber man muss, ja, das scheint auch gerade so zu passen, wenn ich aufmache, dass das nicht an Lack kommt, ne? Am Dach hier oben. Gut, ja, guck mal an, das war's schon. Eine kleine Vorschau auf Pack 10 mache ich ja nach Kamerawechsel. Bis gleich. Die Halteplatten, die quer sind, die habe ich noch ein bisschen besser festgeschraubt. Und dass sie richtig da in die Form da reinpassen, dann ist die rechte Tür passt jetzt etwas besser. Noch nicht perfekt, aber etwas besser. Vorschau auf Paket 10 und wir werden weitermachen mit der Dachverkleidung, da kommt ein bisschen Elektronik ins Spiel und ich könnte ja auch die komplette alle Bauphasen mir das lesen. Ja, so kommt, das geht dann von der 64 bis zur 73 und dann gibt es die vordere, hintere Dachverkleidung, linke, rechte Innenverkleidung, hintere Stoßfänger,
hintere Kennzeichen, vorderen Scheinwerfer kommen dann, die Rückleuchten, Montage der Motorhaube und die Scharniere der Heckklappe. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass es dann in der 74 bei Pack 11 dann weitergeht mit der Montage der Heckklappe quasi. Ja, wir sind dann bald, wir kommen ja dann bald auf Pack 10. Dann fehlen ja nur noch 2 Pakete. Ne? Also von daher wird er ja dann bald fertig sein. Also so hat er auf jeden Fall schon mal eine Menge Gesicht. Und auf Pack 10 könnt ihr euch demnächst freuen. Das ist schon bei mir in meinen Bastelkeller eingetrudelt. Und das können wir dann demnächst dann bald bauen. Ja, liebe Leute, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiter neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder hin.